Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Perfektion ist Lähmung. Man kann die Menschen in drei Klassen einteilen. Solche, die sich zu Tode arbeiten. Solche, die sich zu Tode sorgen. Und solche, die sich zu Tode langweilen. Die Reichen der Zukunft sind Reiche des Geistes. Das Schönste aller Geheimnisse ist, ein Genie zu sein und es als Einziger zu wissen. Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist deine Chance. Mit dem Geist ist es wie mit dem Magen, man sollte ihm nur Dinge zumuten, die er verdauen kann. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. Gelegentlich stolpern die Menschen über eine Wahrheit, aber sie richten sich auf und gehen weiter, als sei nichts geschehen. Der Preis der Größe heißt Verantwortung. Manche halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den man totschlagen müsse, andere meinen, er sei eine Kuh, die man ununterbrochen melken könne, nur wenige sehen in ihm ein Pferd, das den Karren zieht. Ich kann wenig Glanz an einem Weltreich erkennen, das zwar die Wogen regieren, aber seine Abwässer nicht beseitigen kann. Die drei schwierigsten Dinge für einen Mann sind, eine Steilwand zu erklimmen, die ihm zugeneigt ist, ein Mädchen zu küssen, das ihm abgeneigt ist, und eine Tischrede zu halten. Ein Optimist sieht eine Gelegenheit in jeder Schwierigkeit, ein Pessimist sieht eine Schwierigkeit in jeder Gelegenheit. Reden ist ganz einfach. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben und setzen Sie sich, sobald Sie den ersten Satz zu Ende gebracht haben. Da man als Politiker ohnehin nie weiß, wie das, was man tut, sich auswirken wird, kann man gleich das Anständige tun. Golf ist ein Spiel, bei dem man versucht, einen zu großen Ball in ein zu kleines Loch zu bringen, und das mit einer Ausrüstung, die für ein solches Vorhaben völlig ungeeignet ist. Am meisten Vorbereitung kosten mich immer meine spontan gehaltenen, improvisierten Reden. Ich möchte ewig leben. Und sei es nur, um zu sehen, dass die Menschen in 100 Jahren dieselben Fehler machen wie ich. Die Hälfte des Lebens verbringt der Mensch damit, die falschen Vorstellungen seiner Vorfahren loszuwerden, die andere damit, seinen Kindern falschen Ansichten beizubringen. Es ist von großem Vorteil, die Fehler, aus denen man lernen kann, recht früh machen. Man löst keine Probleme, indem man sie aufs Eis legt. Meine größte Leistung war, dass ich meine Frau zu überreden wusste, mich zu heiraten. Es wäre für mich unmöglich gewesen, durch all das hindurchzukommen, was ich durchgemacht habe, ohne ihren Mut und ohne Hilfe. Erfolg ist endgültig, Misserfolg ist nicht fatal, was zählt, ist der Mut weiterzumachen. Das Leben ist wie ein Theaterstück. Zuerst spielt man die Hauptrolle, dann eine Nebenrolle, dann souffliert man den anderen und schließlich sieht man zu, wie der Vorhang fällt. Besser einander beschimpfen als einander beschießen. Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Eine gute Rede soll das Thema erschöpfen, nicht die Zuhörer. Persönlich bin ich immer bereit zu lernen, obwohl ich nicht immer belehrt werden möchte.
Mit bösen Worten, die man ungesagt hinunterschluckt, hat sich noch niemand den Magen verdorben. Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen, und wir leben von dem, was wir geben. In England ist alles erlaubt, es sei denn, es ist verboten. In Deutschland ist alles verboten, es sei denn, es ist erlaubt. In Frankreich ist alles erlaubt, auch wenn es verboten ist. In der Sowjetunion ist alles verboten, auch wenn es erlaubt ist. Haltung ist eine kleine Sache, die einen großen Unterschied macht. Diplomatie ist, jemanden so zur Hölle zu schicken, dass er sich auf die Reise freut. Ohne die Küche meiner Frau wäre ich nicht so alt geworden. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Ich habe nichts anzubieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Gib nie, nie, nie auf.